Ja, hallo, liebe Zuhörer von Hessentags Radio und Zuschauer von Campus TV Marburg. Wir sind heute Abend in Wetzlar unterwegs und wollen natürlich dem Geheimnis von Wetzlar auf die Spur gehen. Freut euch auf interessante Eindrücke von Wetzlarern und natürlich den Besuchern vom Hessentag 2012. Lasst euch überraschen, welches Geheimnis wir für euch gefunden haben. Was macht für dich der Geist von Wetzlar aus? Das Also, Besondere. der Geist von Wetzlar macht mir für mich aus, dann sind die Leute, ja, und das Essen. Das Geheimnis von Wetzlar ist die Altstadt, die Hessentage. Und das Obergeheimnis ist, dass wir Schladminger in Hessen sind. Ah, und für dich? Was sagt Wetzlar für dich aus? Das Gleiche. Das Gleiche. Sehr intelligent. Das war genau die richtige Aussage, meine Damen und Herren. Was ist für Sie das Besondere an Wetzlar? Ja, einfach der Flair der Stadt, die schöne Lahn, die tollen Brücken und die engen Gässchen, die alten Häuser, die Geschäfte. Ist ja rundum schön. Was hier abläuft von früh bis abend, ist ganz hervorragend. Es ist nur schade, dass die Buden hier davor stehen. Man kann das Panorama dieser Kirche gar nicht richtig wahrnehmen. Haben sich schon viele darüber beschwert. Die haben gedacht, ich habe die dahingestellt, aber ich habe die nicht dahingestellt. Ich hätte die Leute auch oder den Leuten auch sagen können, das ist architektonisch falsch geraten. Aber das wäre das Einzigste. Aber ansonsten gibt es hier nichts zu bemängeln. Das ist eine ganz hervorragende Veranstaltung, die wir bisher erlebt haben. Und wir werden weitere schöne Tage bis zum Wochenende erleben. Ende. Durchsage. Die historische Altstadt. Oder also das Bodenfeld. Das ist auch sehr schön. Lahninsel. Ja, vieles. Und die Innenstadt. Also heute Abend war es auf jeden Fall das Paul-Blanten-Konzert. Ja. Das war richtig, richtig obergut. Ja, und das war für uns wie so ein Magic Moment. Also besonders in Wetzlar ist der Dom. Also der Dom, schöner Domplatz, schöner Blick. Und das ist eine Stadt, wo der Goethe gelebt hat. Ich glaube, Goethe. In Wetzlar gibt es auch gute Weine, gute Bier. Das Geheimnis von Wetzlar ist diese Seele dieser Stadt, die schon angefüllt wurde über Jahrhunderte von Goethe angefangen. Diese Energie, diese Gedanken, die in dieser Materie hier gespeichert sind. Die Menschen kommen hier vorbei, hören das, sehen das. Genauso wie hier die Musik gespielt hat, das war das vor tausenden von Jahren schon. Und früher auch noch. Es ist einfach hier gespeichert, in der Materie. Und Menschen, die halt im Kopf so weit sind, können das aufnehmen. Und nehmen es wieder. Das ist das Geheimnis. Du musst erst hierher kommen, musst erleben. Du musst es hier wieder raussaugen aus dem Stein, was hier passiert ist. Das Geheimnis von Wetzlar auf dem Hessentag 2012. Wir von Campus TV und Hessentags Radio sind diesem besonderen Geheimnis auf der Spur. Wir haben tolle Leute heute Abend getroffen. Sizilianer, Ilmenauer und zwei besondere Jungs, die ihr ganz persönliches Farbengeheimnis in die Luft haben steigen lassen. Freut euch auf die ganz besondere Suche nach dem Geheimnis von Wetzlar auf dem Hessentag 2012.